Möchtest du jeden Tag mehrere tausend qualifizierte Besucher auf deiner Webseite haben? Wenn dem so ist, dann unbedingt dieses Video gucken, denn darum geht es heute. Schön, dass du eingeschaltet hast zu diesem Beginn einer dreiteiligen Videoserie. In dieser Videoserie werde ich dir unsere beste Traffic-Quelle vorstellen, und zwar ist das das Google AdWords Display Netzwerk. Ich habe mich entschieden, dazu eine Serie daraus zu machen, weil es etwas umfangreicher ist, und ich möchte dir in diesem ersten Video einfach mal das Google AdWords Display Netzwerk vorstellen und erklären, wie das Netzwerk an sich funktioniert. Im nächsten Video werde ich dir dann die Targetierungsmöglichkeiten zeigen, die du im Google AdWords Display Netzwerk machen kannst. Und im dritten Video werde ich dir eins zu eins zeigen, wie wir unsere Targetierung geschickt miteinander kombinieren, dass wir auf der einen Seite sehr viele Besucher bekommen, aber auf der anderen Seite auch Besucher auf unseren Webseiten haben, die tatsächlich bei uns auch kaufen und tatsächlich interessiert sind an den Dingen, die wir dort veröffentlichen. Also legen wir los. Ich erkläre dir jetzt erstmal, wie das Google AdWords Display Netzwerk funktioniert. Das Display-Netzwerk von Google ist recht einfach aufgebaut. Auf der einen Seite gibt es die Webseiteninhaber, die sich beim sogenannten Google AdSense-Programm anmelden. Auf der anderen Seite gibt es die Werbetreibenden, die sich beim Google AdWords-Programm anmelden. Die Webseiteninhaber reichen ihre Seiten bei Google ein und stellen die Vermarktung der Werbeplätze Google zur Verfügung. Die Werbetreibenden können dann über das Netzwerk auf diesen Webseiten ihre Werbung einbuchen. Im Detail sieht das so aus, dass der Werbetreibende seine Targetierung bei Google festlegt und bestimmt, unter welchen Voraussetzungen seine Werbung angezeigt werden soll. Google prüft dann im Netzwerk, ob die Voraussetzungen vorliegen und schaltet dementsprechend in Echtzeit die Werbung auf zigtausenden von Webseiten. Kommt jetzt ein Besucher auf die Seite des Webseiteninhabers und klickt auf einen Werbebanner, wird er weitergeleitet zur Webseite des Werbetreibenden. Der Werbetreibende zahlt für diesen Besucher einen Betrag an Google. Und da Google Netzwerkpartner ist und diese Seiten von fremden Webseiteninhabern gestellt werden, gibt Google eine Teilzahlung des Betrages an den jeweiligen Webseiteninhaber weiter. So können 92% aller Internetnutzer über das Display-Netzwerk von Google erreicht werden. Hier die Quelle Google persönlich. So einfach funktioniert das Google AdWords Display Netzwerk. Und wir haben hier eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Der Webseiteninhaber braucht sich nicht selbst um die Vermarktung seiner freien Werbeplätze zu kümmern. Das übernimmt vollständig Google für ihn. Und dadurch, dass er aber seine Webseiten zur Verfügung stellt, wird er an den Einnahmen von Google beteiligt. Für Google natürlich ein attraktives Geschäftsmodell, weil Google vereint hier die Werbetreibenden mit den Webseiteninhabern und verdient natürlich Geld damit. Und wir als Werbetreibende haben natürlich dadurch den Vorteil, dass wir eine enorme Reichweite aufbauen können und auf Millionen von Webseiten unsere Werbung schalten können. Das Display-Netzwerk bietet uns viele Chancen, bietet uns aber auch Gefahren, dass wir zu viel Geld ausgeben, weil wir uns nicht auf die Targetierung konzentriert haben und hierbei Fehler machen. Deswegen verpasse auf keinen Fall die nächsten beiden Videos. Das nächste Video, in dem ich dir zeige, welche Targetierungsmöglichkeiten es gibt, gibt dir einen Überblick darüber, ob diese Werbeform überhaupt für dich geeignet ist. Ich bin mir aber sicher, dass sie es ist. Und im dritten Video zeige ich dir dann, wie schon angesprochen, die Kniffe, wie wir diese Targetierungsmöglichkeiten geschickt miteinander kombinieren, um sehr viel Traffic zu bekommen, aber auch sehr qualifizierten Traffic zu bekommen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib dem Video bitte einen Daumen nach oben und vergiss bitte auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren, denn nur dann wirst du informiert, wenn wir das nächste Video hochladen. Ich freue mich auf Teil 2 dieser Serie mit dir. Bis zum nächsten Video.